Liebe Frau Professor Ditsch, liebe Nina, wir sind hier beim ASCO 2024 in Chicago und hier gibt es einige Vorträge, wo es darum geht, was die Standards oder neue Methoden bei der Achselhöhlenoperation oder Behandlung sind. Wie schaut es da aus? Ja, liebe Renate, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich, darüber zu berichten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und das, da möchte ich noch mal so ein bisschen pointiert drauf kommen, dass wir wirklich die Operation nicht vergessen. Es wird ja ganz viel über Systemtherapie gesprochen. Meines Erachtens ist es aber schon so, dass wir natürlich zum einen die Tumortherapie lokal in der Brust haben und zum anderen in der Achselhöhle. Was man hier jetzt sieht auf dem Kongress, es gibt wieder ein paar Themen natürlich dazu, manche sind noch nicht da, die kann ich Ihnen heute noch nicht vorstellen, aber da werden wir ja im Roundtable uns noch ganz gut dazu austauschen, denke ich. Was man gesehen hat, und das waren jetzt vor allen Dingen nochmal eine sehr gute Zusammenfassung, die gestern auf dem ASCO hier gezeigt wurde und eben auch eine neue Studie zu einer Methode, zu einer Markierungsmethode, und die stelle ich Ihnen so ein bisschen kurz vor. Im Prinzip haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, dass wir diese extreme Achselhöhlenoperation, wie wir sie eben früher gemacht haben, so meistens nicht mehr brauchen. Wir haben die Wächterlymphknotentherapie eingeführt, das heißt, wenn im Idealfall nur ein Lymphknoten, manchmal auch zwei, drei Lymphknoten zu entfernen. Und wir haben in den letzten Jahren, und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, von welcher Situation wir ausgehen, einmal früh, also sprich, wenn wir anfangen, die Operation zuerst zu machen, oder wir machen eben zuerst auch die Systemtherapie, also sprich neoadjuvante Therapie. Dann haben wir ein paar andere Kriterien, weil dann operieren wir ja auch. Aber wir bewerten es anders. Und das gehe ich so ein bisschen nochmal drauf ein. Wenn wir zum Beispiel zuerst operieren, ist es so, dass wir mittlerweile sogar, wenn wir die Sentinels operieren und dann eben feststellen, wenn es vorher völlig unauffällig war, dann aber feststellen, dass der Lymphknoten befallen war, dann ist es eben schon so, dass man mittlerweile auf die Achselhöhle OP könnte man verzichten. Und das zum Beispiel bei brusterhaltender Therapie. Wenn wir dann weiter gucken, und wir hatten lange Zeit keine Daten in dieser Situation für die mastektomierten Patienten, also sprich die Patienten, die die Brust entfernt bekommen haben. Jetzt ist es so, es gibt die Senomag-Studie, ist gerade jetzt aktuell publiziert worden, es war ein bisschen vor dem ASCO, ist es aber schon so, dass über ein Drittel auch da gezeigt hat, wenn wir das machen, haben wir kein schlechteres progressionsfreies Überleben. Das heißt, wir gehen schon in die Richtung, dass wir sagen, wahrscheinlich brauchen wir diese Achselhöhlenoperation sogar bei einem Lymphknotenbefall nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal die andere Situation sehen, dass wir sagen, wir haben erst die Chemotherapie, sprich also Systemtherapie gemacht am Anfang und dann operiert. Und dann geht es um das große Thema, pathologische Komplettremission, sprich wir untersuchen meistens eben den Tumor und den Lymphknoten, diesen Wächterlymphknoten, den wir operiert haben, auf Tumorzellen, die noch da geblieben sind. Und wenn diese Zellen, und davon geht man langsam aus, weil es Studien dazu gibt, und da haben wir auch noch nicht alle ausgewertet, aber wir wissen, dass wenn wir zum Beispiel eine PCR haben, dann im Lymphknoten, gibt es ein paar Studien auch dazu, dass es durchaus wahrscheinlich möglich ist, dann auch auf Achselhöhlenoperationen erweitert, also die größere Achselhöhlenoperation nach dem Wächterlymphknoten durchzuführen. Und in diese Richtung werden wir uns sicher weiterentwickeln. Es gibt eben auch erste Studien dazu, dass man sagt, zum Beispiel auch eine Studie aus Deutschland, das ist die Eubrest 1, die untersucht eben genau das Thema, dass man sagt, können wir, wenn wir so eine pathologische Komplettremission in der Brust haben, zum Beispiel bei einem HER2-positiven Tumor oder bei einem triple-negativen Tumor, sogar ganz auf die Achselhöhlenoperation verzichten. Und da wollen wir hinkommen. Und das sieht, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht aus. Im Moment ist es aber so, dass auch ein paar Studien durchaus gezeigt haben, dass man nicht von einer hundertprozentigen Sicherheit ausgehen kann, wenn man das jetzt schon so macht. Warum? Weil wir müssen natürlich dann erwägen, wenn wir da Tumorzellen vielleicht drin lassen, also nachgeschaltete Lymphknoten, nach so einer Operation, dann müssen wir schon sagen, eigentlich muss man dann bestrahlen. Und da wir nicht wissen, ob die Strahlentherapie, wenn wir auf die Achselhöhlenoperation verzichten, genauso gut ist, gibt es zwei Studien, die sind jetzt auch nochmal vorgestellt worden. Und das waren einmal die Taxis-Studie und die Alliance-Studie eben für die USA. Und die werden das allerdings erst in ein paar Jahren zeigen. Und bis dahin würde ich sagen,
machen wir einen guten Weg, dass wir sagen können, wir können auch in dieser Situation, also wenn wir zuerst chemotherapiert haben und dann die Operation gemacht haben, können wir zum Beispiel auf eine Achselhöhlenoperation verzichten, wenn wir isolierte Tumorzellen gefunden haben in dem Wächterlymphknoten. Und bei den anderen, wenn wir Mikrometastasen oder Makrometastasen, also sprich einen gescheiten, großen Befall haben, können wir nicht drauf verzichten. Und das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, es hat sich noch nicht komplett die Welt gedreht auf diesem Kongress jetzt hier. Das wird aber kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und was wir nicht vergessen sollten, wir haben jetzt auch die Möglichkeit der TAD, ist ganz kompliziert, aber das heißt Targeted Axillary Dissection. Das ist der Wächterlymphknoten und der Lymphknoten, der zum Beispiel vorher befallen war, zu markieren und die rauszunehmen. Und wahrscheinlich, da gebe ich jetzt mal so ein bisschen eine Inspiration, kommen da Daten, die ich schon vielleicht ein bisschen kenne, auf den nächsten Kongressen, wo wir sagen können, wahrscheinlich reicht das auch. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und freue mich erstmal auf die nächste Diskussion mit Ihnen und schön, dass Sie dabei waren. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank.